Hallo, hallo, schönen guten Morgen. Bin da beim Experimentieren. Ja, momentan gibt es hier bei Action auch diese Flocken zu kaufen. Ne? Und da ich die ja schon habe, schon länger, und die sind von anderen, von englischem Hersteller, ne? Habe ich vor Jahren das mal bei HSE gab es die damals Comic Shimmer heißen die Golden Flex, ne, von Comic Shimmer. Ja, und ist ja wahrscheinlich das gleiche, obwohl mal gucken, vielleicht hole ich die auch noch dazu, weil sind ja da auch noch, ist ja auch noch rosa Gold, ne, Flocken. Und ja, da wollte ich mal einfach nur so ein Beispiel erstmal ausprobieren. Ist ja so ein Tipp von Barbara Gray, englische Künstlerin, ne, die von Clarity Stamp kennen einige wahrscheinlich bestimmt. Und sie hat auch einige Videos zu dem Thema, wo sie auch bestempelt. Die so eine Klebe Blätter hat sie, so Klebesheets, ne, extra von denen, und die werden dann bestempelt und dann noch mit den Flocken da, mit den dann ausgearbeitet, ne, der Hintergrund. Und das wollte ich mal heute ausprobieren, obwohl bei mir mit dem Stempel wird es nicht gehen, weil ich habe diesen Teppichklebeband mir rausgeholt. Dachte ich, ich glaube, nehme mal den. Aber der ist ja weiß. Ne? Die Klebeschicht, die ist nicht durchsichtig. Und das kann man dann direkt mit diesem Klebeband dann machen. Das Klebeband ist ja klar, ne? Auch von Action, diese Klebebänder, und da drauf vielleicht einen Spruch stempeln und so, und dann ausarbeiten wir auch. Beim breites Band habe ich jetzt so ein klares Klebeband, habe ich nicht. Ich meine klare Klebeschicht, und werde ich dann das mit dem ausprobieren. So, und das heißt jetzt, ich habe so ein, ich hatte ja gezeigt, diese Acetatfolien, ne? Diese Kopiererfolien gibt es ja, ne? Habe ich schon mal mit denen da das versucht. Ja, es klappt gut. Und das möchte ich jetzt einfach so mal auflegen, weil wenn es wäre zum Aufstempeln, da würde man jetzt schon drauf stempeln, ne? Und dann die Acetatfolie drauflegen. Aber bei mir ist es ja anders. Und dann lege ich erstmal das einfach mal drauf. So, das ein bisschen. Und schneide das dann ab. Mit einem Lineal. Hier habe ich so eine Metallschicht, und das, ich komme mal zu Kamera. Und hier werde ich dann einfach mit dem Cuttermesser mal so eine Linie ziehen, so ein bisschen gerade. So. Und ausgeschnitten. So, ich hatte dann bisschen abschneiden. Muss ja nicht perfekt, das ist Hauptsache, dass die
Klebeschicht schön jetzt auf der Acetatfolie sich da auflegt und mit der sich verbindet. Ne? So, und dann wird die zweite, die Schicht jetzt abgezogen und ausgelegt. So, mal gucken, so ein bisschen, dass ich das halten kann. Hier ist was abgegangen, egal. Und ja, ich nehme mal diesmal, weil es gibt ja diese Farben bei Action, Silber, Gold und Rosa Gold, ne? So, ich lege mal ein Kopierpapier drunter, weil das wird jetzt sich verteilen. Und einfach so auf die Klebeschicht auflegen. Ne? So, diese Teile. Ich könnte auch ein bisschen, glaube ich, von dem bunten dazu geben. Und das heißt, man kann auch so ein bisschen Melange, so Effekte ein bisschen einbauen. Ne? So, wenn ich von dem dunklen auch ein bisschen, von dem dunklen ein bisschen dazu gebe. Die Technik ist ja nicht neu, deswegen ich werde da nicht zu viel da erzählen dazu, weil das kennen einige schon längst. Ne? So, jetzt kann ich das auch wegnehmen. Und dann, ich wollte nur zeigen, dass diese vergessene Technik wieder auflegt, ne? Und ist ja schön, weil mit dem mit sowas möchte ich mal diese Bilderrahmen zu meinen wo habe ich sie denn hin weggelegt, diese Diamond Painting, ne, hatte ich ja gezeigt schon mal, die Bilder auf den Leinwänden aufgeklebt. Und der Rahmen, da ist noch weiß geblieben, habe noch nichts gemacht. Da kam mir gestern das dann, dass ich das so vielleicht gestalten könnte. Ich muss nur schauen, welche Farbe mir dann mir gefällt. So, und das ist dann eben das Teil. So, und dann tue ich das grob erstmal abnehmen, den Überschuss. Und da kommt wieder Moment, kommt wieder da rein ein bisschen. Das Grobe, das feine Zeug muss nicht. Das kann wieder in die. Es verbraucht sich sehr wenig. Ja. Das ist so ergiebig. So, das hier. Auch noch hier, ja, immer zumachen. Ne? Die sind so leicht und sie fliegen. Ähnlich wie mit Glitzer, ne? Guck mal, die fliegen richtig wie so eine Feder, federleicht. So, das bringe ich mal weg. Und dann nehme ich so ein normales Schwamm und schön mal rubbeln. Ohne Druck. Ja, und dann wird es schön poliert und das legt sich alles ordentlich
wie man mariert wird. Es hängt ab, wie viel man mischt oder gar nicht. Ne? Und das ist eine. Die Rückseite, ja, das soll ich ja zeigen, ne? Weil das Klebeband ist eben weißes. Na komm, da kannst du noch bleiben. Weiß, ne? Und deswegen, wenn das eine durchsichtige wäre, Klebeschicht, dann wäre es auch das gleiche beidseitig, ne? Ja, aber ja, egal. Ich habe es ausprobiert, erstmal das erste Teil, und das ist, habe ich dann das alles so rausgefunden, das war erstmal ausprobiert, und dann habe jetzt noch mal ein bisschen anders gemacht, weil alles braucht ja auch eine Testphase, ne? Alles so, und da, ja. Das dann, komm, werde ich mal so zeigen. Es glänzt richtig, so eine schöne Marmorierung, ne? Und das könnte man darauf auch stempeln, ne? Ich hatte gestempelt und dann ja, mit permanenter Kleber, Stempelkissen, ne, so die Stempelabdrücke machen mit dieser permanenten Farbe. Ne? Aber bei mir beim Ausstanzen dann hat sich die Farbe so ein bisschen abgefärbt auf das auf die Stanzplatte. Ne? Nicht schön. Deswegen, ja, wenn dann danach erstmal ausstanzen und dann bestempeln, ne? Weil, oder länger trocknen lassen soll man es. Aber ist ein schöner Effekt, ne? Und deswegen dachte ich, ja, ich gehe mal noch rüber. Rosa Gold habe ich nicht, und das werde ich noch holen. Auch mir, auch die andere. Alle drei Farben hole ich mir, weil ich habe ja von den dunklen, und das muss man immer mal aufhellen mit Gold oder Silber, ne? Dazu geben, dass man nicht so dunkle Hintergründe hat. Und deswegen, ne, aber es ist echt schön geworden, ne? Sowas. Die Nuance, und das wird immer nie das Gleiche rauskommen, ne? Es wird immer was individuell und einmalig. Ja, und dann kann man da drauf was auch stempeln oder so. Ne, siehst du? Mit dieser Seite darf man nicht drauf, habe ich es zerkratzt, ein bisschen gekratzt hier. Ne, kratzt, kratzt. Ne? Ja, es gibt ja auch so einen Goldeffekt, ne? Kratzbilder oder so, aber ne. Ja, soll man aufpassen. Und die Ränder kann man dann wieder nochmal abschneiden. Und dann hat man sowas. Ne? Ja. Ja, zu dem Thema bei Clarity Stamp gibt es ja eine Webseite, ne, und da gibt es viele Videos von Barbara Gray. Und ich bin ja ein großer Fan von ihr, echt. Und deswegen kann ich echt das empfehlen, diese Technik. Hat sie da gezeigt, die hat ein paar Videos auch zu dem Thema. Ne? Ja, das ist eben das Thema zu diesen Flocken. Ne? Die haben jetzt einige, und da kann man einiges damit machen. Ne? Auch Boxen, auch mal Anhänger und so Schriftzüge stempeln. Ja, sogar Blumen, ne? Alles Mögliche. Deswegen. So, okay. So, mit dem da ist echt Dreck.
Siehst du, da fliegt es. Es ist federleicht, dieses Zeug. Und deswegen soll man schon da, habe ich diese Feuchttücher da und das da gleich aufnehmen. Ne? So. So, dann ist das eine Teil. Wenn ich schon eh dabei bin, zeige ich mal auch noch eine Bordüre, ne? Mit dem Klebeband doppelseitig mache ich mal ein Stück. Bisschen ganz machen. Na gut, das ganze Teil. Es klebt hier sehr stark, ne? Das ist auch gut. Und dann werde ich mal auch das noch bekleben. Ich muss mal noch ein. So, habe mir noch ein Kopierpapierblatt geholt. So, das ist jetzt Klebeband drauf und das werde ich mal jetzt. Draußen eine Bordüre machen. Man kann ja erstmal eine Hälfte abkleben. So. Und dann fliegendes Zeug, ne? Ich lege mal so ein bisschen aus, weil ich möchte noch mischen. So, darf nicht mal atmen. So, das drauf von dem Deckel und von dem Dunklen noch ein bisschen dazu. Wenige Teile. Auch abdecken. Und so, dann geht das wieder los und man guckt immer, wo was noch klebt. Da kann man ein bisschen noch dazu tun. Ich mache es mal grob jetzt, dass ich das den Überschuss erstmal dann abnehmen kann. Das feine Zeug kann dann später dann weg, ne? So. Obwohl ich ziehe es jetzt noch hier ab. Hier. Und dann kann ich die auch hier noch aufbringen. Kleiner Luftzug. Sogar muss man, darf man nicht atmen. Fliegt das deswegen, ne? Soll man dann schon das beachten. So. Dann nehme ich wieder ein bisschen von der Silber. Und so ähnlichen Rahmen dachte ich, mache ich mal auf diese. Ja, eventuell. Vielleicht nicht, ne? Ich bin so einer, ich kann auch das wieder anders dann beim Machen, ne? Kommt das alles so. Die Ideen noch dazu. Wenn man der Anfang ist der eine und was am Ende dann rauskommt, ne, das weiß man oft nicht. Eine Überraschung immer. So. Aber es ist auch schön, ne, dass man
einfach sich da was Neues immer ausdenken kann. Ja. So, das ist das bisschen. Das. So, da kann man jetzt schon. So, hole ich diese weiche Schwamm. Immer schön, ne? Wow. So ein Wow-Effekt. Sorry. So, und dann habe ich auch noch eine Bordüre, ne? Ja. Guck mal, das Gleiche, ne? Kann man dann ein Projekt so mit ausschmücken? Ja. Oder eine ganze Karte, ganze Hintergrund machen, ne? Das dann schneiden, ist kein Problem. Lässt sich ja locker schneiden. So einfach auch mit Cuttermesser, und die Ränder sind immer besser, wenn man sie dann noch mal ein bisschen nachjustiert schneidet, ein bisschen glättet und so. Das ist eben dann auf Folie, ne? Und das ist auf dem Papier. Ja. So, habe ich den Tisch wieder sauber gemacht. So. Ja, und deswegen, da könnte man klar, stempel ich mal was drauf. Auch so Schriftzüge von den letzten Stempelsets, ne? Deswegen dachte ich, probiere ich auch das noch aus und stempel mal jetzt auf der Folie drauf diesen. Da muss man aufpassen, dass man nicht rutscht, weil das Folie auf Folie, ne? So. Und vorsichtig. Bumps. Ja. Ist etwas heller. Da die Mitte, aber eigentlich, muss man dann ausprobieren. Es ist mit der Stempelhilfe bestimmt, dass man das dann besser dann hinkriegt. Die Mitte ist irgendwie heller. Ich hatte mit Versamarker mitgearbeitet und jetzt nimmt die Mitte da irgendwie die Farbe nicht so leicht auf. Habe auch schon mit Alkoholreiniger da, mit den Alkoholtüchern dadurch gewischt, aber egal. Ja, ich wollte nur zeigen, dann trocknen lassen. Ist auch so eine Idee, ne? Dass man damit vieles ausprobieren kann. So, das war das Thema zu diesen Flocken, die es jetzt auch bei Action gibt, ne? Ein kleines so Fläschchen, Becher, und ja, kann man dann einiges damit werkeln und ausdekorieren, ne? So, dann danke fürs Zuschauen. Tschüssi.